Hallo und willkommen zurück zu Godos. Haben schon etwas länger nicht mehr reingeschaut, aber unsere Männlein waren ein bisschen fleißig. Und der Mauszeigerbug ist eben wieder da. So, wir haben eine Land-Expansion bekommen. Letztes Mal ja hier auch, da die Swamps waren es, glaube ich. Dann gekriegt und wir haben mehr Platz. Hier wollten wir auch noch ein Städtchen gründen. Das machen wir auch. Und zwar haben wir inzwischen auch genügend Gems. Ich muss gleich mal eben bei unseren Gems-Fabriken vorbeigucken, ob da inzwischen schon was steht. Aber zuerst möchte ich hier noch einige Bauaufträge... Na komm, weg damit. Einige Bauaufträge aufgeben. Und zwar möchte ich eigentlich auch die ganzen Einerhäuser gleich mal eben vernichten. Denn so ein bisschen größer darf das Ganze ja doch noch werden. Hier sehen wir auch schon fast einen Schatz drüber sehen. Denn wir brauchen noch 34 Leute bis zur hoffentlich letzten Karte dieses Zeitalters. Und da wollte ich diese Folge schon gerne ran. Deswegen brauchen wir noch ein paar große Häuser. Aber ist ja nicht so, dass unsere göttlichen Kräfte nicht genau dafür super geeignet sind. Hier fliegen sogar Vögel in den größere Vögel in den beschönigten Bäumen. Das ist noch eine Kiste. Noch ein Limestone. Ja, Ressourcen müssten wir eigentlich im Überfluss gleich haben für die Karte. Wenn sie denn dann kommt. Weiß man ja nicht. So, irgendwie lässt der Patch von Godos gerade ein bisschen auf sich warten. Ich befürchte, seit dem letzten Patch läuft das Ganze ja ziemlich stabil. Dass der nächste dann vielleicht doch schon noch etwas größer wird als vielleicht erwartet. Und ich hoffe ja auf das Multiplayer Matchmaking, wobei... Genau sowas ist natürlich eine Sache, die dauert auch lange. Die macht man vielleicht auch gerne früher, um das zu testen. Weiß nicht, ist nur so eine Vermutung. Oder sagen wir mal, ein Traum von mir. Multiplayer-Matches in Godos sind bestimmt nicht schön. Zumindest das eine, das wir hatten, das war ganz lustig. So, ey, ihr müsst ja nicht wieder hochklettern. Ihr sollt Häuser bauen. Okay. So, wie mache ich die Häuser jetzt am besten weg, ohne dass das hier Ärger gibt? Mit Meteoren. Nein, dann ist die... Ja, am besten mit den Fingern, ne? Sehr schnell aufbrauchen. Mir fehlt hier so ein Abbrechen-Knopf noch. Oh, töten wir inzwischen Leute mit den Fingern? Das wäre natürlich jetzt blöd. Ja, 10 hat das uns mindestens gekostet. Aber gut, manchmal muss man halt Opfer bringen. Noch eine Pickaxe dazu. Ich hoffe, das geht mit dem Ton jetzt einigermaßen. Weil Pech haben heilt die ersten paar Minuten. Da muss ich gleich nochmal eben schauen. So, guck mal, richtig schön viel Bauplatz. Da könnt ihr doch was machen hier. Ich glaube, dann fange ich auch schon mal mit der Stadt an. Die Frage ist, reißen wir das hier noch ein, die Ecke? Dann könnte ich hier schon den Mittelpunkt machen aus dem großen oder da aus dem kleinen Haus vielleicht. Ich glaube, das passt mir ganz gut. Das mache ich. Dann brauchen wir noch einen Namen. Und zwar... Was für ein Name? Moment, haben wir irgendwelche... Na komm, erstmal nicht. Erstmal Town. Dann schauen wir mal. Hier ist Box City. Bisschen Gebirge, Nachbarort. Wie können wir das nennen? Riverstone Box. Nee, klingt besser Riverbox Stone. So.
Mein Gott, komme ich mir mal auf so einen Mist. Muss die verschrobene Kindheit und die furchtbaren Freunde sein, die ich seit Jahrhunderten, glaube ich, schon kenne. Nein. So. Wir lassen das jetzt erstmal hier so und bauen das nächstes Mal weiter aus. Ich glaube, da mache ich noch ein etwas größeres Hütchen raus. Bevor da einer anfängt, jetzt gleich zu arbeiten. Und dann wird es aber auch der letzte Schritt sein. Fürs Erste. Und dann gehen wir mal Gems sammeln, wenn wir noch welche haben. Und wenn nicht, wollten wir da eventuell auch noch ein Städtchen holen. Gems haben wir jetzt natürlich für die nächste Stadt erstmal nicht mehr. Da müssen wir nochmal irgendwo ein Vorkommen finden. Oder wir kriegen vielleicht welche im PvP. Wer weiß das schon. Ein Fünferhaus haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Gucken, ob ich das große noch kriege. Aber ja, ich denke schon. Was will uns da schon aufhalten? Die einzige interessante Frage ist, ist das dann noch im Bereich der Stadt? Wobei der Bereich sich ja hoffentlich dann auch nochmal irgendwann vergrößert mit Fortschritt. Aber ich gehe da einfach mal von aus. Denn sonst sind die Städte ja schon sehr klein. So, hier noch ein bisschen Platz. Und jetzt fehlt, glaube ich, nur noch hier in die Richtung. Für unser Glück. Na, hau mir doch da nicht jetzt ein Einsatzplätzchen hin. Du weißt doch, was ich vorhabe. Komm mal ein bisschen entgegen. Landmasse. So ist doch schön. So maßen wir das. Jetzt haben wir natürlich hier gerade nichts, was noch bauen kann. Ich heile die nochmal alle, bevor mir hier einer umkippt. Und dann bin ich fast versucht, hier sogar noch was auszugeben, das zu beschleunigen. Obwohl es sehr teuer ist. War 2 Stunden Bauzeit, ich glaube. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen, um die 1700 heute voll werden zu lassen. Und ich weiß gar nicht was. Einfach warten, reicht das schon? Oder vielleicht ein paar schnelle Einserhütten dazwischen werfen irgendwo. Wie zum Beispiel hier. Oh nein, wir haben tatsächlich nichts mehr über. Schade, ich dachte, wir hätten noch ein paar Gems. Vielleicht finde ich unter dem Berg noch was. Falls nicht, kann ich jetzt zumindest den Einerhüttenplan weiter fortfahren. Die sind ja etwas schneller. Erbaut und auch befüllt. Wobei für 30 Leute brauche ich halt auch dementsprechend viele kleine Hütten. Also, ich meine mal eine, zwei dazu. Also hier ist auf jeden Fall Potenzial fürs nächste Dorf. Muss man da mal gucken. Ja, da sind Steine runtergefallen. Mana brauchen wir. Wobei wir im Moment eigentlich ganz schön viel haben. Ich habe vor allen Dingen auch die paar Inseln noch gar nicht gesammelt. Also für alle, die sich Sorgen gemacht haben am Anfang, dass ihnen das Geklicke auf den Geist geht, das ist wirklich nur am Anfang ein Problem. Im Moment ist es eigentlich so eine Sache, die kann man mal machen zwischendurch, wenn man Lust hat. Aber ich finde es jetzt noch nicht so vonnöten. Natürlich ist es in Multiplayer-Spielen dann wieder ein ganz wichtiger Aspekt. Aber es ist halt mal ein neuer Ansatz an Ressourcenmanagement. Aber wenn stört es echt kaum. Also gar nicht eigentlich. Nicht mal im geringsten. So. Hier noch 2 raus und dann können die da schön weitermachen. Ich schau mal eben auf unseren Inseln vorbei und mache hier wieder mal das typische letzte Essen. Mache ich ja gerne. Ach. Typisch. Der ganze Bildschirm frei, egal wo man hinklickt. Aber ich erwische den einen Punkt, wo man dann den Stadtarm ändern kann. Ich bin da echt talentiert in sowas. Zwei Hütten nicht zu groß. Ah,
vielleicht machen wir eine Dreier. Und dann mal ein paar Leute losschicken. Es wächst, es wächst, es wächst. Können wir noch ein bisschen Glaube schüren hier. Mal auch schon Beautiful gemacht. Nein, da kann man hier einmal durch. Wobei das, glaube ich, jetzt gar keine Rolle spielt. Weil die meisten Häuser sind ja voll. Da können wir so viel Fruchtbarkeit fördern, wie wir wollen. Wenn nicht mehr reinpasst, passt nicht mehr rein. Ach komm, nicht alles kaputt machen hier. Schaut's hier aus. Das dauert natürlich alles. Die 6 Gem könnte ich fast ausgeben. Wobei es halt auch wenig bringt dann. Weil wir auch nicht mehr viel brauchen. Ich gucke mal. 2. Na komm, wir machen es auf den natürlichen Weg. Dafür Gems ausgeben möchte ich jetzt nicht. Vor allen Dingen, da ich ja im Moment nicht weiß, wie weit das beschränkt ist. Also wie viel wir da überhaupt noch von finden. Das Moment ist wahrscheinlich noch nicht so viel zufällig generiert. Hier zumindest sind alle Startinseln, die ich hatte, schon sehr ähnlich. Bisher. Das Zufällige kommt dann wahrscheinlich im Online-Modus. Wenn die ganze Welt quasi nur noch im Internet existiert. Wobei ich glaube nicht nur noch, ich denke, einen lokalen Safe wird es immer geben. Aber ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt vom Spiel, der noch komplett fehlt, den man sich so noch gar nicht realisieren kann, weil es halt noch nicht so ist. Deswegen haben wir auch noch keine Nachbarn, zumindest keine, mit denen wir verhandeln müssen oder überleben müssen. Im Moment sind unsere einzigen Nachbarn ein paar Wölfe im Wald, die zufrieden sind, wenn wir sie ein paar Mal angeklickt haben. Hier ist schon mal glatt. Die eine Hütte, die stört da jetzt zwar, die möchte ich aber trotzdem nicht abreißen, denn mir fehlt nur noch ein Mann. Eine noch, eine noch, eine noch. Komm, mach den letzten Tick. Jetzt haben wir einen verloren. Ja, jip, jip, jip. Verlieren wir denn hier Leute? Wir sollten noch mehr kriegen. Kommt, Jungs. Schnappt euch eure Alten ab ins Schlafzimmer und dann schön ein bisschen Let's Plays gucken in Ruhe. So, wir haben die nächste Stufe erreicht. Und schau mal, was das gibt. Cliff Sculpting 2. Nicht das Erwartete, aber auf jeden Fall auch nicht schlecht. Dann müssen wir wohl doch noch die 2100 erreichen, ja, 2100 brauchen wir. 400 Leute. Ich denke, es wird echt wesentlich schneller mit Multiplayer gehen. So, was bringt uns Cliff Sculpting 2? Ich habe mich jetzt gar nicht angeklickt. Und das klappt mal wieder zu. Steht das wahrscheinlich hier irgendwo drin, ne? Die Statue da fehlt uns noch. Die müsst ihr irgendwo noch rumstellen. Agrikulturperiode. Na hier, durch Bevölkerungswachstum. Schade. Ach, wie ging's noch? Hatte ich das nicht schon mal gefunden? Konnte man das überhaupt sehen? Ah ne, das sind die einzelnen Fähigkeiten. Egal. Ich denke mal, es ist einfach heiß, dass man ein bisschen mehr auf einmal ziehen kann. Wo will er eigentlich siedeln? Da schon hier? Naja, in der Tat. Ja, eben noch warten können. Egal. Och, die schaffen wir auch noch. Mit den neuen Städten, wenn die fertig sind, dann sollte das sich von selbst erledigen hier mit der Einwohnerzahl. Ich denke, dass wir da zumindest noch 200 rausholen. Den Rest müssen wir mal fummeln. Dafür sind wir hier.
wir noch richtig schön viel Platz machen. Und eine weitere Aufgabe ist natürlich jetzt auch noch rauszufinden, wo ist die letzte Statue mit göttlichen Fähigkeiten, der letzte Altar mit göttlichen Fähigkeiten, die wir noch nicht haben. So müssen die aussehen. Nicht vorstellen, dass wir den, obwohl ja doch, eigentlich kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass wir den übersehen haben. Weil, als ich das letzte Mal geguckt habe, man sieht auch gar nicht vorher, was es ist. Dann wäre das ja natürlich durchaus möglich. Ich hau da mal ein Totem hin. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal versucht, hat bisher noch nicht sehr gefruchtet. Aber egal, machen wir so lange, bis es klappt. Oder bis wir keine Leute mehr haben. Zurückskalpen. Was habe ich denn hier verbrochen? Die kann doch auch noch in ein Haus hin. Und ja, hier wächst auch. So, die Kleinigkeiten hier nochmal eben weg. Wo jetzt wieder hier nur so viele Einserhütten sind. Hinsetzen, die mache ich später sowieso alle wieder weg. Also eigentlich kann ich ja zumindest so Dreier, finde ich, müssten eigentlich schon sein. Zwei Erhütten sind die neuen Einerhütten dieses Jahr. So, alles raus da. Dann gucken wir noch mal da, wo wir angefangen haben, wie es da inzwischen aussieht. Nick hier. So, oh, da ist noch eine Kiste oder ein Fass. Ach, hier auch. Noch einmal Mudbricks und hier haben wir noch einmal nochmal Mudbricks. Wenn wir uns ein Haus bauen wollen, haben wir auf jeden Fall genug Ziegelsteine. Das ist doch schon mal schön. Zumindest für ein Ziegelsteinhaus. Für diese Gruppen, obwohl die haben auch Steine da, ne? Inzwischen sind wir ja schon recht kultiviert für ein Steinzeitvölkchen. Ich frage mich, ob die NPCs, die jetzt hier mit agieren, ob die hier auch in der normalen Welt jetzt so als Test, aus Testzwecken auch schon bauen, obwohl wir da bestimmt schon jemanden von gesehen hätten sonst. Würde ich einfach mal von ausgehen. So, weg. Oh, noch ein Layer weg. Und da ist das Eichenholz. Eichenholz, oh Eichenholz. Damit kann man ganz tolle Möbel machen. Oder in unserem Fall horten wir es einfach nur, damit wir es mal auf dem Weltmarkt verticken können. Der inzwischen nur aus unserem Markt besteht. Aber egal. Das heißt ja nur, wie bedeutend wir sind. Oder halt allein. Aber ich tippe eher auf bedeutend. So, komm, kriege ich da nicht noch einen Fünfer hin? Da locker drin sein. Kann ich auch dahin machen, ich bin da flexibel. Ist mir eigentlich egal, welches Haus da riesig wird. Hauptsache, es wird eins groß. Hier runden wir das nochmal eben ab. Oder auch nicht. Mal ausgegangen. Hey. Guck mal, ob wir jemals wieder unter 100k kommen ohne Gegner, aber ich glaube fast nicht. Im Moment ist halt noch ein bisschen Sandbox. Man kann so ein bisschen rumprobieren, was ideale Punkte sind zum Bebauen und wo halt eben nicht. Ich tue mal einen zu weiß drücken, wenn ich jetzt zu weit, nicht zu weiß. Weiß gibt es hier in dem Spiel selten.
Hier ist alles abgebrannt, als wenn da irgendwer mit Meteoren um sich geschmissen hat. Furchtbar. Unverantwortlich sowas. Und ein kurzer Blick über Meerbock. Hier, da der Randbezirk ist schon kaum noch drin. Ja, ich verabschiede mich für diese Folge und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, euer Chumbok.